Heute, was geht ab, Leute? Hunger. Ich habe gerade die ganze Übernachtung gebucht für die Deutschland-Tour. Ich habe gestern die ganzen Fahrten gebucht, also jetzt steht die Tour. Kein Stopp kann mehr geändert werden. Ich bin nervös, ich bin aufgeregt. Morgen geht es bereits los. Erster Stopp: Nürnberg, der 9. Und 10.11., da bin ich in Schweinfurt. Filmwelt Schweinfurt, den Film abchecken und ein paar andere Sachen machen, also schaut vorbei. Passend dazu hat gestern das Detective-Event angefangen. Ja, und wir gehen jetzt mal ein paar Sachen durch. Es gibt vier neue Quests. Sehr interessant, sehr cool gemacht mit den Rätseln. Wenn ihr die Rätsel selber lösen wollt, dann schaltet jetzt weg. Ansonsten sage ich euch die vier Quests jetzt. Fange das Samen-Pokémon, das den Fluss entlang läuft. Das Samen-Pokémon ist ein Bisasam. Und dafür gibt es dann ein Gekkabo als Belohnung. Fange das Wasser-Pokémon, das in dem Rucksack getragen wird. Das Wasser-Pokémon ist Anton. Anscheinend soll das immer von Misty getragen worden sein. Kann mich nicht ändern. Togepi wurde eigentlich immer getragen. Fange die Feuerentwicklung von Evoli. Das ist übrigens ein Flamaga. Dafür gibt es ein Akani. Manche fragen sich jetzt, oi, der Hong, ich habe noch nie ein wildes Flamaga gefangen. Ich selber auch noch nicht so oft, zwei, dreimal. Die sollen anscheinend erhöht sein, also die Spawns von Flamaga, also keine Sorge. Dafür gibt es Akani. Muss ich ehrlich sagen, interessiert mich jetzt nicht so. Es gibt Vulcano Shiny, aber Akani nicht. Also schon, wenn man es entwickelt, aber du kannst kein wildes Akani Shiny begegnen. Sprich, eher uninteressant. Also Akani an sich ist schon ein cooles Pokémon, aber ich will halt Shiny Vulcano. Und die letzte Quest. Fange 10 Ditto. Griffel oder Snubbull. Dafür gibt es ein Ditto als Belohnung. Viele leiden, wollen ein Ditto haben, suchen immer noch ein Ditto. Das ist eure Chance, Leute. Schnappt euch ein Ditto. Ein bisschen enttäuscht bin ich schon von den Quests. Nichts wirklich dabei, was mich persönlich interessiert. Ja, ich werde da jetzt keine jagen oder sowas. Ich mache das, was mir so vor die Füße läuft, aber ja. Neue Klamotten sind am Start. Umsonst. Umsonst Beste. Gönne ich mir auf jeden Fall. Und ja, wilde Spawns. Was mich interessiert. Snubbull, brauche ich noch Shiny und Anton. Ansonsten, die Starter sind am Start. Pikachu gibt es jetzt. Fotobomb. Gestern habe ich keinen bekommen. Alle im Chat. Gestern waren wir live. Alle im Chat haben geschrieben. Direkt erster Versuch. Haben sie das Pikachu bekommen? Kann man nur anscheinend einmal am Tag bekommen. Ja, bei mir ist nicht gekommen. Bei meinem Kleinen ist die Fotobombe nicht gekommen. Also nicht das Bild mit Pikachu. Aber als er rausgegangen ist, war dann Pikachu trotzdem einfach da. Richtig komisch. Ich nehme mal an, dass ich auch hätte einfach rausgehen müssen. Und er wäre gekommen. Anscheinend wahrscheinlich irgendwie so ein Anzeigefehler, dass es nicht im Bild angezeigt wurde. Und ja, dadurch, dass ich immer weiter die Bilder gemacht habe, weil es bei mir nicht angezeigt wurde, habe ich ihn wahrscheinlich verpasst. So erkläre ich es mir. Was an sich aber kein Problem sein sollte, weil anscheinend gibt es Pikachu Wild auch mit der Mütze. Ich muss mal schauen. Lulpet Park hier ist ein Pikachu-Nest. Schaue ich später mal kurz vorbei, also auf dem Weg in die Stadt. Dann die Raids zum Event. Auch recht enttäuschend. Nichts dabei, was mich interessiert, um ehrlich zu sein. Einser, Anton, gibt Shiny, ja. Aber die fange ich lieber wild. Dragosso, Snubbull, ja, Snubbull auch Shiny. Also alle Einser Shiny. Loturzel und Shinox. Shinox immer interessant, aber das hat mit dem Event nichts zu tun. Zweier, Alola Kukuwei, auch interessant, aber wie gesagt, mit dem Event nichts zu tun. Schlurp ist am Start, Griffel gibt Shiny. Octillery, der ist, glaube ich, komplett neu, den gab es noch nicht. Wenn ich mich nicht irre, kann sein, dass es ihn schon gab. Zweier interessiert mich jetzt nicht so. Flunkiefer, der letzte Zweier. Dann Dreier, Alola Raichu. Akani ist zurück, Machomai, Gengar und Flamaga. Passend zum Event also. Also falls ihr kein wildes Flamaga seht, könnt ihr einfach einen Flamaga-Raid machen für die Quest. Und dann könnt ihr euch Akani gönnen. Und ihr macht gleich einen Akani-Raid. Vierer, Glurak ist zurück. Damit haben viele gerechnet. Alola Knocker, Relaxo ist zurück, Despotar und Absol. Und kein neuer Fünfer, kein Mewtwo, kein Armor Mewtwo, nix, nada, kein Shiny Mewtwo. All dieses Gemunkel, nix. Einfach nur weiter Vesprey für uns. Gönnt euch Vesprey. Dann schauen wir uns noch meine Statistik an. A, vor dem Event und B, vor der Tour. Das wollten viele von euch sehen, meine Statistik vor der Tour. Sollte ich euch nochmal zeigen und dann schauen wir uns die natürlich nach der Tour an. Wie viele Stops habe ich gedreht, wie viel EP habe ich gemacht, wie viele Raids habe ich gemacht, wie viele Quests habe ich gemacht, dies, das. Und, also jetzt kommt auch noch ein EP-Event, mal schauen, wie viel EP ich machen kann. Plus die ganzen neuen Stops mit Glücksei. Bin echt gespannt. Das sind ja echt eine Menge Städte und eine Menge Stops. Und möglicherweise raschelt da was im Busch. Ein kleines Projekt, wo das möglicherweise interessant sein könnte mit den EP, also mein Stand momentan. So, mein Stand momentan ist 166.880.983, also 167 Millionen aufgerundet. Kilometer vielleicht auch interessant. Ich werde ja wahrscheinlich eine Menge gehen. Kurzer 10.000, 9.845,6. Ich denke schon, dass ich da
Das ist ja ein Monat, also auf jeden Fall. Also 3 Wochen. Auf jeden Fall die 10.000 knacken werde. Pokémon gefangen. 183.574. Knacke ich die 200.000? Kommt drauf an, wie viel ich zocken werde. Entwickeln? Nee. Gebrütet. Wobei ich brüte eigentlich eh nur mit der Unendlichen. Das ist nicht so wichtig. Pokéstops gedreht. 142.781. Und sonst... Kämpfen? Ich weiß nicht. Ich werde wahrscheinlich nicht so viel kämpfen. Außer ich bin irgendwo am Bahnhof oder so und warte. Oder übernachte irgendwo, wo eine Arena steht. 30.840. Füttern? 55.831. Verteidigungsstunden? Ich setze mich ja hier und da mal in ein paar Arenen rein. Ich werde jetzt nicht immer meine 20 voll machen, aber für meine Goldmünzen. Quest? 4.691, bisschen schwach, aber... Ja. 5.000 werde ich vielleicht schon knacken. Und vielleicht Kilometer getauscht, weil ich werde wahrscheinlich ein paar Kilometer Sachen tauschen mit den ganzen Zuschauern. Ist bei 1.747.038. Ja. Das war's, glaube ich. Gibt's noch irgendwas Interessantes? Raids. Legendäre Raids 1.458 und normale 300 irgendwas. 346, genau. Ah ja, für die Tour könnte ich euch auch noch zeigen, welche Inkognito ich gebrauchen kann. Falls jemand irgendwas am Start hat, können wir gerne tauschen. So, das sind die, die mir noch fehlen. FG, H, J, K, L, Q und dann alles nach dem U, V, W, X, Y, Z und Fragezeichen. Ja, oh, das war's so fürs Erste. Mal schauen, genießt das Event. Ich bin auf Tour. Ich bin gespannt, wie das ablaufen wird. Ja, ich bin schon ein bisschen nervös, aber ich freue mich auch drauf. Morgen geht's los, wie gesagt, ich bin in Nürnberg und dann Freitag und Samstag in Schweinfurt. Genau. Viel Spaß mit dem Event. Gönnt euch den Film, falls ihr Zeit habt. Und das war's von mir, wie immer liken. Folgt mir auf Instagram, Twitter und Facebook, dann seid ihr immer aktuell, was ich gerade so mache auf der Tour, wo ich gerade bin. Ja, und ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.